Versteckte Schale lassen wir meine Finger. Ja. Okay. Was gibt es hier sonst? Einen alten Mann ohne Schuhe, glaube ich, und einem langen Mantel. Und ein Feld, auf das ich hier nicht gehen kann. Die Truhe, die ich nicht plündern konnte. Naja. Was hast du hier zu suchen? Verlass sofort mein Haus oder ich rufe die Wachen. Einfach in mein Haus zu kommen, sich wie ein Bettler auszubreiten. Halt deine verdammte Fresse, du Schnösel, sonst bist du gleich der Bettler. Aaron ist wie immer sehr freundlich. Also, dem würde ich auch gern mal so begegnen. Der behandelt einen sicher immer sehr wie ein Gentleman. Ja. Sei doch einfach still, Dero. Sei einfach still. Manchmal habe ich das Gefühl, ich bin echt zu blöd, um eine Tür zu treffen. Was zum Teufel? Was machen Sie da? Nun, ich überlege und das kann ich am besten, wenn ich mich dabei bewege. Und worüber, wenn man fragen darf? Es geht um meinen ach so lieben Nachbarn. Jedes Mal höre ich in der Nacht ein lautes Klopfen und Kratzen. Und wenn ich ihn darauf anspreche, verdreht er nur die Augen und läuft mir weg. Ich sage dir, der mache irgendwie irgendwelche komischen Sachen in seinem Haus. Nur leider bin ich ihm noch nicht auf die Schliche gekommen. Stand da gerade Schleiche? Hm. Und wo, sagten Sie, kommen die Geräusche? Junge, was willst du tun? Nicht etwa sein Haus durchsuchen. Genau das. Ha, dafür würde es auch endlich Zeit. Vielleicht findest du etwas, was wir beim Hauptmann vorweisen können. Ich konnte meinen Nachbarn noch nie gut leiten. Ich werde das ganze Haus auf den Kopf stellen, Sie werden sehen. Neuer Nebenquest, na endlich. Darauf habe ich gewartet. Und jetzt klauen wir ihm sein Fleisch. Schade. Sonst... Ein nicht gemachtes Bett. Irgendetwas stimmt nicht mit meinem Mann. Er benimmt sich so komisch. Und nachts schleicht er sich aus dem Haus. Ich hoffe, er macht keinen Unsinn. Mehr oder weniger. Gut. Moment mal. Was ist das? Ein Kamin. Und obendrauf, der Kamin scheint irgendwie so etwa so groß zu sein wie Aaron. Und obendrauf sind Herdplatten. Ergibt natürlich sehr viel Sinn. Und du? Hast du schon gehört? In der Nacht haben einige Schreie gehört. Sie sollen... Einige schreibt man, glaube ich, in dem Fall groß. Freak. Sie sollen aus der Erde gekommen sein. Furchterregend, nicht wahr? Nein, nicht nochmal. Was gibt es hier Schönes? Glitzerndes Wasser. Und du, warum gibt es ja eigentlich so viele Frauen plötzlich? Iwert ist nicht nur die Hauptstadt des Reiches, sondern auch Zentrum von Kultur, Finanzen und Politik. Sie ist eine wichtige Schnittstelle in die moderne Welt. Ja, ich glaube, das mit den Frauenstimmen muss ich noch hinkriegen. Na, Gärtner. Ich verstehe nicht, was die Menschen an diesen Blumen so toll finden. Am liebsten würde ich sie alle zertrampeln. Aber dann habe ich mir gleich eine neue Arbeit zu suchen gehen. Dann kann ich mir gleich eine neue Arbeit suchen gehen, tun. Hier gibt es aber sonst auch nichts. Gut. Dann haben wir das hier auch Frühstück, Mittagessen, was auch immer. Mein Freund und ich spielen Verstecken. Und das auf die ganze Stadt verteilt. Weißt du, wie viel Spaß das macht? Vor allem, wenn ich mich so gut verstecke. Kann schon sein, aber wie lange er sucht er dich? Das kann schon sein, aber wie lange er sucht er denn dich schon? Tun. Ich weiß nicht, 2 Stunden dürfte es mittlerweile geworden sein. Na dann viel Spaß noch.
warum auch immer hier ein Heuball rumliegt. Ich habe gehört, dass es einen Geheimgang gibt, der zum Kerker führt, aber bis jetzt habe ich ihn nicht gefunden. Und ich glaube, da drüben kommen wir dann wieder woanders hin. Das heißt, ich werde mich erst im Haus von dem Nachbarn umsehen. So. Gucken wir mal an den Geheimschalter. Nachdem er den jetzt sicherlich betätigen wird. Und nachdem meine Nase läuft. Dieser Schalter scheint irgendwas zu verbergen. Mal sehen. Natürlich, weil Türen immer aus einem Kristall erscheinen, der einfach aus der Decke rausfliegt. Das ergibt völlig Sinn. Der Mann hatte recht, irgendetwas ist komisch mit diesem Nachbar. Ich sollte mir dies genauer ansehen. Natürlich. Asgars Folterkeller. Oh, was ist das für ein Gang? Ich hoffe, ich lande jetzt nicht bei irgendwelchen Opferzeremonien. Aber bei einer hysterischen Maus. Und noch einer hysterischen Maus. Was zur Hölle? Was ist denn das? Was ist denn das? Verdammt, das ist ein Sicherheitssystem. Wie kann ich es abschalten? Vielleicht mit dem Stromkasten links oben in der Ecke. Ich sollte wieder zu dem Mann zurückkehren. Vielleicht weiß er ja weiter. Was im Namen Galatas ist das? Es sind kleine quadratische Felder mit Ziffern abgebildet. Aua. Das war nicht besonders klug. Haben wir jetzt Leben verloren? Aua. Aua. Oh, wir verlieren Leben. Oh. Das sollte man nicht öfters tun. Fertigkeit, verbesserte Heilung. Zauber nicht. Warum? Wenn man sich einmal heilen will. Ich hätte gerne mal einen zweiten Speicherpunkt. Naja, auf zum Nachbarn. Also zum Nachbarn des Nachbarn. Also zu dem Mann, der uns den Auftrag gegeben hat. Was auch immer. Also. Und, hast du schon irgendetwas rausgefunden? Ja, sie hatten recht. Der Nachbar scheint etwas zu verbergen. In seinem Keller fand ich eine Tür, wo sich dahinter ein Geheimgang befand. Noch weiter konnte ich nicht mehr gehen, da er ein Sicherheitssystem hat, das natürlich um diese in diesem Jahrhundert es schon gibt. Tut und tun. Und verdammt, meine Nase läuft. Ja, wo läuft sie denn hin? Ach Gott. Ich mache hier kurz einen kurzen Break, um mich zu schneuzen. Ansonsten kniefe ich hier noch rum. Bis gleich. Ich habe gegen meinen Tisch gehauen. So, und da bin ich auch schon wieder. Ja, Sicherheitssystem hat. Dieser Schuft. Ich wusste, dass sie mit diesem Keller etwas nicht stimmt. Ich mag mir nicht ausmalen, was er dort unten treibt. Geh in sein Schlafzimmer und such doch nach irgendwelchen Hinweisen, warum auch immer ich das jetzt weiß, wie man das Sicherheitssystem ausschaltet. Ich muss mir, glaube ich, neue Stimmen zulegen. Oder was auch immer. Ihr wisst, was ich meine. In seinem Schlafzimmer also. In diesem Feld, das ich nicht betreten kann. So, was gibt es denn hier? Was haben wir denn da? Eine Notiz mit einer Zahl. Eine Notiz erhalten. Das sollten wir nicht unbedingt hier anschauen. Inventar, Rucksack, Notiz. 7914. Ja. Dann gehen wir das mal unten ein. Das Rätsel war ja jetzt sehr schwer. Naja, es müssen ja nicht immer schwere Rätsel sein. Und Mäuse, über die wir einfach so rüberlaufen können. Verdammt, war das jetzt 7914 oder? Verdammt, ich weiß nicht mehr genau. 7, 9, das weiß ich noch. Huch, so. 1 und dann 4. Oder war es 7914?
Was war das? Düm, düm. Woran erinnert mich das? Ich habe das Schaltsystem deaktiviert. Schutzsystem. Oh Gott. Alchemie. Nein. Das ist ja ein Labor. Dieser Nachbar hat hier anscheinend geheime Versuche durchgeführt. Ich muss wieder zurück zu diesem Mann und ihm alles erzählen. Das ist gar nicht mehr vonnöten. Hey, Sie sind auch hier? Sehen Sie sich hier mal um. Sie hatten recht, was Ihren Nachbar angeht. Er dreht hier krumme Dinge. Das ist sicher. Ich weiß. Ja, ich weiß. Oh Gott. Sie wissen es? Entschuldigung. Sie wissen es? Was heißt das schon wieder? Dass du in meine Falle getappt bist. So sieht es aus. Dieses Labor gehört mir. Es gibt keinen komischen Nachbarn. Was? Sie haben mich benutzt. Das ist doch verrückt. Das ist Wahnsinn. Nein, verrückt bin ich nicht, sondern wissensbegierig. Ja, das bin ich. Wie haben Sie es überhaupt geschafft, hier ein geheimes Labor zu errichten? Hey, ganz einfach. Dieses Haus hat früher mir gehört. Da hatte ich reichliche Zeit, den Tunnel und das Labor zu bauen. Und diese geheime Tür, die aus einem Kristall erscheint, warum auch immer. Und irgendwann verkaufte ich das Haus und zog in das Nebenhaus ein, warum auch immer ich mein geheimes Labor verkaufen sollte. So konnte mir nie wer was in die Schuhe schieben, falls man das hier findet. Und über die ganzen Jahre hin haben sie mit Menschen experimentiert. Und woher weiß ich das jetzt überhaupt? Und wozu? Da ist sowieso keine Rolle, Speed. Erzähle ich es dir. Ich suche das Lebenselixier. Etwas, womit ich unsterblich werden kann. Und ich werde diesen Trank brauen. Und du wirst mir dabei helfen. Einen Kranken wie ihnen helfe ich nicht. Ich werde jetzt zum Hauptmann gehen und ihm alles erzählen. Als ob das so einfach gehen würde. Danach können sie ihre Spielchen im Gefängnis weiterspielen. Nein, das kann ich lieber nicht. Oh. Und du bist dir dabei sicher? Ja, das bin ich mir. Junge, leg das Schwert weg und akzeptiere dein Schicksal. Du wirst mir diesen Lebenstag bringen. Okay. Er steht da drüben im Schrank. Dann kommen sie her und holen sie ihn sich ruhig. Du wirst mir den Kopf abschlagen. Ich hatte recht. Oh Gott. Wie kann man nur auf so perversen Gedanken kommen? Du hast den Tod verdient. Er hat ihm den Kopf abgeschlagen. Ich will nicht wissen, was für kranke Dinge noch in dieser Stadt geschehen. Das mit dem Hauptmann lasse ich lieber. Niemand muss von dieser Sache hier erfahren. 60 Erfahrungspunkte dafür, dass du einem Mann den Kopf abgeschlagen hast. Quest erfüllt. Verschiedene Flüssigkeiten sind in Reagenzgeist abgefüllt. Verschiedene Flüssigkeiten sind in Reagenzgeist abgefüllt. Ein Kopf. Ein Körper. Mit einem Springbrunnen. Aus Gelee. Ein Eimer. Gefüllt mit Blut. Oder Ketchup. Oder Erdbeergelee. So genau kann ich das nicht unterscheiden. Tinkturen und andere mir unbekannte Flüssigkeiten. Wasser. Schrecklich. Wie kann er so etwas nur tun? Wahres Wasser. Reines, klares Wasser. Das Waffenarsenal. Das eigentlich eher Ärztewerkzeuge sind oder was auch immer. Diesen Rubin nehme ich als Entschädigung mit. Ein Rubin erhalten. Das hier? Irgendein rotes Glibberzeug. Erdbeerpudding. Irgendein rotes Glibberzeug. Da haben sich ja zwei gefunden. Na komm,